keine Ahnung, wo und wie das hier weitergeht. Eine Fliegereinheit hat ihn mitgenommen. Den wird man hier nicht mehr sehen. Audiolog. Samuel fand immer, man muss die frommen Worte aus der Kirche im Alltag umsetzen. Die Wissenschaft ist die allmähliche Offenbarung des göttlichen Plans. Nach 2 Jahren im Turm des Lamms auf Monument Island erkrankte er an Magenkrebs. Ich betete zum Propheten und der Prophet wirkte ein Wunder an uns durch seinen Diener Fink. Ich weiß nicht, ob ich mich je an einen Ehemann gewöhne, der an ein Metallskelett gefesselt ist, aber besser ein Handyman als gar kein Mann. Wir schrubben hier in den Boden, okay. Moneten und was zu saufen. Der läuft ganz schön viel unterwegs hier. Tja. Muss wohl erst in die Richtung. Aber hier mal umgucken darf man sich wohl, oder? Die sind hier am Putzen irgendwie. Von Automaten, okay. Die hier so überall rumstehen. Da muss ich lang und hier gibt es noch Zeug. Okay, ja, mit denen werde ich ja bestimmt bald Probleme kriegen, ja? Diese Polizistentypen. Unzufrieden mit dem Lohn? Seid guten Mutes! Historiker berichten. Dies ist privater Grund. Wenn du Ärger suchst, stehe ich liebend gern zur Verfügung. Okay. Wollte das Präsidentenamt nur annehmen, wenn man ihm nur $1 pro Jahr bezahlte. Also, haltet zu wissen. Geld und Besuch nö, ne? Stets auseinander. Zwei. Ja. Kämpfe wie ein Mann! Jetzt habe ich wohl ein Problem hier. Weil ich komme nicht mehr hoch, ne? Das ist aber unschön. Ja, bleibt mir nur eins. Sterben. Boah. Gott. Ich bin, glaube ich, ziemlich erledigt gerade. Was? Oh Mann. Ja, wenn Action, dann gleich richtig hier, ne? Oh Mann. Ja, das ist ja ganz klasse. Komm hier nicht vorbei, ne? Das ist super. Super scheiße. Klasse, Mann. Na ja, komm her, her. Wenn ihr euch traut. Aha. Komm her, du Scheiße! Ich gehe in Deckung! Gnade! Ach du heilige Scheiße! Wo ist der? Was du gesehen hast! Hier geh ich!
Oh, ich halte ihn fest. Ich halte ihn fest. So, das Ding ist mal erledigt, ja? Oh Mann. So, müssen wir gerade überziehen hier, weil ich sonst wieder keinen Speicherpunkt kriege, ne? Schöne Scheiße. Oh, den hat ja wohl ziemlich hart getroffen. So, jetzt ist die Kleine da wieder weg und ich muss zusehen, dass ich hier irgendwie die finde wieder und jetzt für die noch zwischenzeitlich was erledige da. Super. Immer alles auf einmal. Gucken, komme ich hier rein? Gibt es hier irgendwas? Edward Teddy Taylor. Angeklagt wegen spiritueller Verfehlung, weil er täglich zu den Gründervätern betete. Wieder so ein Typ am Hals hier. Beim Wiederbeleben wird die komplette Gesundheit wiederhergestellt. Das ist nett. Reisigbündel wurden ausgelegt und Taylor darauf. So. Okay, diese Kniften da wohl immer. Okay. Hockpack. Ich hab's leuchten sehen. So, was gibt's denn hier Feines? Brutzelt ist am Boden. Bist du Feind? Nein. Tja. Muss wohl hier durch, ne? Finde Elisabeth. Ja. Ich bin eigentlich Präzisionsgewehr. Ja, das kann ich vielleicht gebrauchen. Super. Tür aufbrechen. Hau bloß ab, du Drecksgöre. Machen wir das mal. Willst du wissen, was wir mit hübschen blinden Passagieren machen? Lieber nicht. Ah, da ist sie. Hey! Hey, jetzt wisst, warte doch mal! Gehen Sie weg! Soll ich denn wahrscheinlich hinterherlaufen? Machen wir das mal. Hier hin. Da. Ich will bloß mit dir reden! Sie sollen weggehen! Und sie läuft und läuft. Elisabeth! Lassen Sie mich! Jetzt warte doch! Sie weg. Ich bin nicht sauer auf dich! Vorsicht! Weg da! Aus dem Weg! Hauen Sie ab! Oh, verdammt! Ich werde nicht mitkommen! Geh nicht da rein! Ich habe keinen Verstand von Leuten wie Ihnen! Nein, nein, nein! Nein! Loslassen! Super. Und jetzt? Es muss einen anderen Weg geben. Ja, rette Elisabeth, super. Und er speichert nicht, ne? Muss ich hier etwa lang? Ja, das ist gut. Kann ich mich hier vielleicht noch mal kurz umgucken, ja. Ist wieder so ein Audio-Log. Man nannte Slade ein Monster und einen Verräter. Ich kenne die Männer, die mit Captain Slade in der Hall of Heroes starben. Es ist keine Schande, zu ihnen zu gehören. Die Schande liegt bei uns, die wir uns vor der Halle versammelten. Nicht wir waren es, die vielen. Und ich empfinde Neid auf die, die unter seinem Banner starben. Da muss ich hin. Hier gucke ich mich nochmal um. Denke, wir was gäbe es was zum Heilen und so weiter und so fort. Okay.
Angeforderte Truppen sind unterwegs. Passt auf sie auf. In Kürze kommt ein Handyman und holt sie ab. Schluss jetzt, sei still! Lassen Sie nicht los! Nehmen Sie die Hände weg! Die Klappe! Loslassen! Wo sind die? Ich kann die doch hören. Da, ne? Ja. Ja, ein bisschen Zeug einsammeln hier. Ich hab was gesehen. Halt! Jetzt hab ich aber die Nase voll! Rette Elisabeth. So, jetzt kommen die Typen da raus, ja? Sehe ich das richtig? Okay. Da kommt man her, ja. Typen hier. Ja, super. So ein Shit. Typen sind gar nicht schlecht, ja. Kann schon echt Probleme machen, ja. So, das Ding erstmal zerstört da. Das ist deine Schuld. Ich höre doch hier irgendwo ein, oder? Täuscht das. Irgendwie da oben oder so. Gucken, kann ich jetzt zur Tür rein? Ja, kann ich. Sind ein paar Typen drin hier. Karabiner, okay. Nehme ich gerne. Aber es sieht so aus, als wenn ich da hoch muss. So. Du kommst nicht bald. Naja, komm. Kann ich einen Richtungswechsel machen mit C, ne? Ja. Ach. So, jetzt bist du aber erledigt hier. Gibt's hier noch so Feines? Präzisionsgewehr, naja. Wäre ja super, wenn er mal speichern würde hier. Nicht mehr viel Munition. Was mache ich denn da? Am Arsch sein. Jetzt aufhören! Ich werde nicht mehr! Elisabeth, warte! Wo ist sie denn jetzt? Habt ihr wer gesehen? Das ist wohl hier lang, ne? Da ist er. Ups. Ja. Oh shit. Oh Mann.
Scheiße. Oh, sie rettet mich, ja, mit so einem Riss oder was? Auch gut. Hey, hey, ich rutsche ab. Versuchen Sie nicht mehr zu folgen, Mr. DeWitt. Elisabeth, ich habe was arrangiert, damit wir das Luftschiff wiederkriegen. Sie können uns hier wegbringen. Ja, ich muss nur Waffen für einen ganzen Aufstand besorgen. Und wo sollen wir die herkriegen? Von einem Ihrer vielen Freunde und Verbündeten? Von einem Waffenschmied in Finken. Dürfte ein Kinderspiel sein. Was sagst du? Partner? Sie sind ein Lügner, Mr. DeWitt. Und ein Gauner. Aber ohne Sie komme ich niemals nach Paris. Okay. Gewöhnen Sie sich nicht so sehr an mich, Mr. DeWitt. Sie sind ein Mittel zum Zweck. Mehr nicht. So viel speichern. Ja, wunderbar. Dann machen wir jetzt Schluss. Ich werde das in zwei Teile aufteilen und ja. Bis zum nächsten Mal. Das heißt Bioshock Infinite.